So, Verzeihung, ich habe jetzt gerade ein bisschen mit Verzögerung angefangen, aber ich habe hier parallel noch ein anderes Aufzeichnungstool gestartet. Ich habe mich gerade gesehen, dass die gestrige Aufzeichnung nur deswegen mit etwas Verzögerung jetzt gerade der Ton. Aber ich begrüße alle ganz herzlich zum Format JFD Live Trading TV zur US-Markteröffnung. Heute gleich jetzt mit einem kleinen Rückblick natürlich auf die EZB, wobei, ja, man möchte fast sagen, die EZB hatte eine Chance, Impulse zu liefern und hat diese Chance für uns Trader zumindest nicht so genutzt. War es zu erwarten? War es überraschend? Ja, nein, vielleicht. So sehen. Also bis Sommer könnte das tatsächlich noch so eine ziemlich zähe Vorstellung werden. Wie gesagt, man möchte wahrscheinlich derzeit sich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Parallel, wie ich hier schon spreche, hier kurz der Risk Disclaimer. Auf der politischen Landkarte in ganz Europa abwarten mit der Wahl in Holland, beziehungsweise eben auch mit der Wahl in Frankreich. Und vor diesem Hintergrund wird man seitens der EZB dann auch jetzt wahrscheinlich die auf den Weg gebrachten Veränderungen oder auf den Weg gebrachten Ausdehnung des Anleiheaufkaufprogramms auch erstmal so ein bisschen wirken lassen wollen. Draghi hat im Grunde genommen mit einer einzigen Äußerung die EZB-Sitzung ziemlich perfekt zusammengefasst. Er sagte nämlich, was wir in der Zukunft zu tun planen oder planen zu tun, wurde heute nicht diskutiert. Na, großartig, ja. Und alles Weitere, gut, konnte man dann oder kann man im Kursverlauf, besonders im DAX eben sehen, er ist jetzt gerade eben auf der Oberseite ausgebrochen, hat neue Hochs markiert, wird aber sofort wieder zurückverkauft. Aber das sind Impulse oder Bewegungen in der Größenordnung. Euro-US-Dollar ist natürlich insofern interessant, als dass hier die Aussicht in Aussichtstellung auch über Dezember 2017 EZB, also eine Ausdehnung auch des QE-Programms über dieses Maß hinaus, dass das natürlich hier gerade den Kurs belastet. Parallel dazu die Spekulation rund um zügige Zinsanhebung seitens der Fed, katalysiert besonders gestern durch die Äußerung nochmal von Janet Yellen, die das bekräftigt hat. Zwischenzeitlich hat der US-Dollar interessanterweise abgewertet und hat zu So, jetzt ist allerdings mittlerweile relativ klar, dass da auf der Oberseite das Momentum so ein bisschen zum Erliegen kommen scheint. Und zum Wochenschluss, jetzt beziehungsweise in den kommenden Handelsstunden noch ganz interessant. Es wird bärisch gewertet, was Draghi gesagt hat. Es wurde kein Taper diskutiert, vielleicht ist das auch mit einer der Hauptgründe darüber hinaus. Man muss auch ganz ehrlich sagen, so zumindest meine persönliche Einschätzung, die Qualität der Fragen, die hat auch schwer zu wünschen übrig gelassen seitens der Journalisten. Also das muss man mal, glaube ich, ganz kritisch auch sagen. Das war an der einen oder anderen Stelle schon ziemlich zäh und träge. Ja? Und wenn man da bei Twitter auch den Diskussionen gefolgt ist, wenn man sich dann selber in Anführungsstrichen ausgelockt hat, im Hintergrund den Draghi noch sprechen lassen über einen Lautsprecher und das dann bei Twitter so gesehen hat, da gab es dann wohl auch die eine oder andere Journalistin, den Journalisten, die gegähnt haben, ja, lauthals oder nicht lauthals, sondern mit zufallenden Augen, also so die ultimative Spektakulärität. Zum Wochenschluss. Key Level sollten wieder drunter fallen. Das sind hier die Tiefs von, kurz überlegen, 3 Tage zurück, das war Montag. Dann wäre wohl der Weg geebnet, auch nochmal für einen Rutsch unter die 0,5er Marke in den Wochenschluss hinein und könnte eine ganz klar oder würde ganz klar den Vorteil im Euro dann jetzt kurzfristig auf der Short-Seite sich wiederfinden lassen. Ja, warten wir einfach mal ab, ob dieser Impuls kommt. Schaut man sich an, wie der Dollar Cut derzeit performt oder auch der Dollar japanische Yen, Dollar Cut über 1,33, Dollar Yen über 115.
Im Yen sind es besonders die Zinsspekulationen, die da derzeit treiben. Im Cut sind es eben die möglichen, sich jetzt bald abzeichnenden Äußerungen wieder rund um NAFTA, dieses Freihandelsabkommen zwischen den USA, Kanada und Mexiko. Mögliche Zölle, die dort eingeführt werden oder Beschränkungen, die zulasten besonders der kanadischen Wirtschaft gehen. Das ist das, was eben gerade Dollar Cut besonders auf der Oberseite treibt. Der Dollar, wie gesagt, primär jetzt derzeit im Zusammenhang mit Yen oder auch im Euro getrieben, eben von Zinsspekulationen ganz besonders. So, der DAX, wie gesagt, da sind einige sehr interessante Geschichten gerade gelaufen. Zum Beispiel machen wir neue Tageshochs und die werden im Dow Jones keineswegs in irgendeiner Form nachgezeichnet. Der Dow Jones, den können wir uns mal ganz kurz hier betrachten. Da habe ich ihn schon mal vorbereitet. Der Dow Jones sehr ähnlich wie gestern. Also eigentlich haben wir zum Kursverlauf von gestern keinerlei Veränderung. Also nur, um das mal einzufangen. Hier haben wir gestern gehandelt. Hier hatten wir das Format um die Markteröffnung. Das war dort. Jetzt handeln wir aktuell 20 Punkte tiefer. Ja? Alles in allem ist der Gedanke von gestern, diesen möglichen Fehlausbruch. Hier sieht man eine leicht schwarze Linie. Das ist die Open Range. Jones hier auf dem Tag anschauen, dann sehen wir hier, dass wir immer noch inmitten einer sehr, sehr engen Handelsspanne traden, in dessen Hauptfokus wohl die 19.730 bis 57 steht. Mit Unterschreiten dieses Levels wäre weiteres was wir eben gestern gezeichnet haben. Also Break der an der Stelle 19.764, Stop bis dato über das heutige Tageshoch. Das ist die 19.822, also das Risk sind an dann würde man darauf zielen, dass eben die 19.37 bis 19.57 gebrochen wird. Dynamisch gebrochen wird, das wäre dann auch ungefähr die Region der gestrigen Tage.